Ja, Leute, ich heiße euch willkommen zu The Binding of South Park, einer Isaac-Motti, ob ihr es glaubt oder nicht, eventuell, haltet euch fest, auf South Park basiert und verdammte Scheiße, die Musik ist gerade zu laut, yeah, durchgestrichen. Wunderschön, wir starten gleich mal mit Stan, der das Item hat, I feel sick. South Park-Mod, das wird der Shit. Oh mein Gott, spielen wir rote Rakete. Okay, The Binding of South Park. Spielen wir Isaac Mod mit South Park. Ich habe nur gesehen, dass die existiert und ich dachte mir, Alter, die South Park Mod. Ich dachte mir, Alter, da bestelle ich mir gleich was von City Fog. Shitty Fog. Oh Gott, ist zu lang her. Shitty Fog. Freddy Fly. Ist das die Zahnfee? Verdammte Zahnfee oder verdammter Zahn. Gott, und der kleine Dreckshund, der geht mir voll auf den Sack jetzt schon. Macht ihr auch irgendwas? Ist der Sissy Longlegs? Oder ist der so? Wer sind die Typen? Geht weg! Okay. Das könnte interessant werden, Leute. Das könnte interessant werden. Denke ich, hoffe ich. Und es tut mir leid, ich. Es tut mir leid, Leute. Ich muss die Musik ausmachen. Ah, die ist zu. Die Heinzelmännchen. Ich werde irgendeine Musik einfügen, aber meine Fresse, ich kann es nicht spielen mit der Musik. Sterbt! Ihr alle. Ich sterbe. Ich finde es übrigens ziemlich cool, dass der gute Daniel hier, dass er einfach mal mit Epic Hack startet, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Also ist eine ziemlich coole Sache. Und wer ist der Boss? Ich habe Angst. Ist das ein Dildo-Boss? Gehörst du zu Mr. Sklave? Okay. Ich finde, da fragst du nicht weiter. Ich gehe einfach weiter. Ich will die Musik auch nicht anmachen. Ich bin verwirrt, Leute. Ah, wir bekommen das hin. Wie geht's euch ansonsten so, liebe Leute? Seid ihr bereit für The Binding of South Park? Ich hoffe doch, dass ihr bereit seid. Denn das spielen wir jetzt schon seit guten 2,5 Minuten. Ja, ja, böses Feuer. Oh, ein cooler Zehner. Katsching, nehme ich mit. Verdammt, dein Zementchen, wir kommen aus irgendeiner Weihnachts-Special-Episode, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir fast sicher. Waren das? Fuck, ist... Oh, ich habe so lange schon kein South Park mehr geschaut. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, dass mein Wissen so begrenzt ist. Tut mir wirklich leid. Ich würde es gerne ändern. Sollte ich vielleicht machen. Na, ah, Rainbow-Strahl. Ich glaube, es ist meine Vorbereitung für die Isaac-Parts. Ich muss South Park schauen. Das ist eine gute Vorbereitung. Yeah, was hab... Ich habe keine Ahnung. Will ich das? Cursed Tooth, Eternal Life. Oh, Dead Cat quasi. Das heißt, ich kann Judas Shadow noch mitnehmen. Was eine Verschwendung war, weil ich habe jetzt 10 Leben, okay? 10 Leben sollten aber auf jeden Fall genug sein, um... Oh mein Gott, Leute. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Shit. Ey, ich hab so... Au! Okay, und was, wenn ich die Musik jetzt nochmal anmachen würde? Ah. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse sie einfach mal an. Ah, sie gefällt mir nicht, aber ganz ohne Musik ist... Oh Gott, ich sehe euch nicht. Ganz ohne Musik ist mir zu schlimm. Das irritiert mich zu sehr. Yes! Black Bean! Tut und touch! Soll mich niemand mehr antatschen, sonst tut dich los. Tut. Oh, Minimarsch! Nehme ich. Wer bist du? Oh mein Gott, das ist... Ich erkenn's nicht. Ah! Wer bist du? Ernsthaft, wer bist du? Ich weiß es nicht. Sollte ich mich dafür schämen, dass ich das jetzt gerade nicht erkenne? Bin mir unsicher, wen haben wir hier? Ah, es ist Ist das Mr. oder Mrs. Garrison? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall Mr. Zylinder. Hallo, Mr. Zylinder. Was geht ab? Ich sehe dich gerade nicht, aber das ist okay. Geh weg, Mr. Zylinder, bitte. Dankeschön. Und wir bekommen eine Truhe. Oh, so viele silberne Münzen, die leider nur eine einzige Münze sind, aber sie sehen sehr viel wertvoller aus. Ich glaube, das ist wieder so eine seltsame Geheimraumebene. So eine... Du findest den Geheimraum eh nicht voll Idiot-Ebene. Ja, ich finde ihn nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Gehen wir einfach weiter. Was? Was zum Teufel seid ihr? Was seid ihr? Beantworte die Frage, was bist du? Ah! Wir haben das nicht gesehen, was das ist, Kinder. Wir haben das nicht gesehen. Fuck! Nein! Die Stacheln. Welche Frage des Parts? Fuck! Bin ich gestorben? Ja, bin ich. Das ist eigentlich die Frage des Parts. Die Frage des Parts ist, bin ich nochmal gestorben? Nein, das ist nicht die Frage des Parts. Hör auf, in die Stacheln zu laufen! Die Frage des Parts ist, welcher ist euer Lieblings-Hauspark-Charakter? Das ist nämlich eine gute Frage. Ich muss überlegen, was ist meiner? Oh, ich weiß, was meiner ist. Was habe ich da überlegt? Leute. Ich
denke, wir können uns alle darauf einigen, verdammte Scheiße, dass Randy... Fuck! Ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass Randy der mit Abstand beste Charakter aus South Park ist. Ich meine, Randy, der Vater von Stan, alter Randy, Randy ist der coolste. Es ist einfach ein Fakt. Jede Folge, die eine Randy-Folge ist, ist eine gute Folge. Randy ist der Shit. Ja, so viel dazu. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Und meine Meinung ist in dieser Situation ein Fakt. Ich glaube, ich werde noch ein paar mehr Parts von der Mod hier bringen. Und ich sag's euch, ich werde mir zur Vorbereitung dafür sowas von wieder einen Haufen South Park. Craig's Girlfriend. Okay, ein toter Hamster. Ernsthaft? Ich hab oh Gott. Nein! Yeah! Der gute Hamster. Der Hamster hat's geklärt. Was bekommen wir? Lil Chat, was ist das für eine Frage, was ich bekomme? So, man kann sein, dass der kleine Hund irgendwie ein Meat Boy ist. Mein Bandage Girl ist er nicht. Bandage Girl kann schießen, aber... Ist er ein Meat Boy? Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Colin spielt Rocket League. Damit ihr Bescheid wisst. Ne, ich habe keine Ahnung, was der ist. Der kleine Mann. Ach, das ist der Leech. Natürlich, der Leech. Und mehr Bargeld. Hey, da haben wir ja den Shitty Fork. Okay, Shitty Fork. Gib mir Shitty Süßsauer. Es tut mir leid. Hier bei Shitty Fork. Ich kann da nicht aufhören. Wir wissen, wo man alles... Ach du Scheiße, das war dumm. Ja, das war dumm. Das war sowas von dumm. Oh Gott. Ja, das war nicht überraschend. Wobei ein One-Hit doch ein bisschen überraschend war. Alter! Ich muss da durch, oder? Oh, fuck! Geht bitte weg! Geht bitte weg! Okay, ich lebe noch, ich lebe noch. Alter, ich... Großer Gott! Lass mich bitte in Ruhe! Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geh weg! Nein! Oh Gott, ich dachte gerade, das rast zu mir runter. Ah! Fucking Fistula-Raum! Wer ist normale Fistula? Wer ist... Alter! Leck mich, Butters! Wer sonst aus Butters? Ach, Butters ist auch ein 1A-Typ, sag ich euch. Er ist ein 1A-Typ. Auch wenn ich mich bis heute doch frage, wer dieser Professor Chaos sein soll, aber Butters ist super. Ich mag ihn. Ich weiß übrigens nicht, ob ich aktuell schon für dieses krasse Epic-Hack-Gameplay bereit bin. Ich glaube, ich bin dafür nicht bereit. Aber versuchen wir das Beste draus zu machen. Stirb, Spinne! Fuck. Das war ein 1er-Schuss gegen die Wand. Skid up! Wie gefällt dir mein Epic-Hack? Shit. Ein Epic-Hack ist halt nicht mal so stark, wie man sich das wünschen würde. Das ist das Problem an der ganzen Sache hier. Es tut mir selber weh und macht nicht so viel Schaden, wie es sollte. Aber hey, mit dem Matchbook bekommen wir ein schwarzes Herz. Und das könnte alles ändern für uns. Alles. Oh, nur noch 3 Leben. Das ist doch Bullshit. Ja, danke schön. Danke schön, das war dann wohl auch mein schwarzes Herz soweit. Oh Gott, lauf! Oh Gott. Robert Cement Epic Hack hat es nicht besser gemacht. Das hat es nicht besser gemacht, wie mir scheint. Alles cool, soweit, alles cool. Robert Cement Epic Hack. Ich weiß nicht, was ich von der... was ist das? Fairy Sticks! Yes! Okay, Leute. Ab jetzt wird alles entspannter, weil wir Guppy Set haben. Welcher übrigens? Werden wir damit zur Zahnfee? Ist das die Zahnfee-Transformation? Das ist das zweite Zahnfee-Item, denke ich. Das Meerschweinchen, das macht mich verrückt. Ich denke immer, es ist ein Gegner, der auf mich zurennt. Hört das Meerschweinchen! Hey, ich fern von mir! Nein! Ja, danke. Danke. Okay. Es ist War. Nimm dies, War. Nimm dies. Und das. Und jenes. Und dies. Yes! Was ist das? Ball of Beauty. Okay. Ist das das Ghost Baby? Glaubt ihr, Kenny ist das Ghost Baby? Ghost, Kenny. Ja, Kenny ist das Ghost Baby. Okay. Fucking Kenny! Was machst du jetzt, Interview? Halt den Mund, okay? Halt den Mund. Alter, übertreib's nicht. Na, fuck. Kenny, du bist schuld. Alter, halt dich zurück.
Caddy? Lass mich! Nein! Eine Bot, Caddy! Dein G. Ich hasse Kenny. Fucking Kenny. Nur weil er so lächerlich arm ist. Kann ich auch nichts dafür, Kenny, dass du so arm bist. Shit. Okay, Kenny, was sagst du dazu? Alter, Kenny. Das ging ein bisschen zu weit. Kenny. Es reicht. Dann will ich eigentlich ansonsten nichts. Nein! Ah, kann ich bitte aufhören, ins Feuer zu laufen? Caddy, hör auf, ins Feuer zu laufen! Ich glaube, ich sollte aufhören damit. Ich glaube, es wird langsam dumm. Habe ich recht, Caddy? Okay, danke schön. Okay. Na, ja, die Chubs sind frei unterwegs! Geht weg, ihr Chubs! Danke, Caddy. So, da komme ich nicht. Das heißt, ich könnte ran, aber ich will nicht ran. Fuck! Caddy! Wirklich, dieser Run, der geht den Bach runter, seit Caddy dabei ist. Ich habe auch kein Problem damit, ihn das wissen zu lassen, okay? Okay. 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 Alles cool. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Und ein Goldraum. Caddy, du Drecksack, das ist super. Was hältst du von Caddy? Danke. Ah, klar, nehmen wir. Alter. Oh, ein Soulheart. Geh weg. Wer bist denn du? Ah, du bist Husk. Was bist du jetzt hier im Spiel? Ich habe keine Ahnung. Oh, noch ein Soulheart. Hier bekommen wir das hier. Und Alter. Yeah, Hive Mind. Okay. Caddy ist tot, habe ich gehört. Caddy ist tot. Stirb! Ja, du bist nicht Caddy. Du bist Mom. Das Smash-Weilchen ist immer noch super. Ah! Okay. Kein Boss-Rush? Oh, nee. Wir bekommen gar nichts, oder? Na, gehen wir weiter. Wenigstens habe ich ordentlich viele Soul-Hearts. So, was? Ah, nein! Ich lerne es halt auch nicht. Ich lerne so nicht. Was ist das? Little Tooth Fairy. Bin ich jetzt die Zahnfee? Alter! Ich meine, das ist nicht lustig. Die Gegner sind nicht das, wonach sie aussehen, liebe Leute. Das ist nicht lustig, sowas. Yay! Was ist das? Nehme ich! Sister Ruby. Don't flag me out. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, Sister Ruby. Oh, Soul Hearts. Leute, nehme ich das ich auch. Alter. Hör auf, solche Trickshots zu machen. Bam. Suicide King. Die würde ich gerne einsetzen, ehrlich gesagt. Au. Ja, komm, man gönnt sich doch sonst nichts. Okay. Und dann machen wir hier den. Und dann werden wir eventuell sterben. Aber eventuell werden wir auch Großartiges bekommen. Oh Gott, wir werden sterben. Ey! Du Fairy Snacklace! Die Halskette der Zahnfee. Känzer nehmen wir mit. Ich glaube, das Shot Speeddown war nicht gut für mich. Aber mein Damage wurde verdoppelt, Leute. Und das ist ziemlich gewaltig, weil meine Fliegen jetzt einfach mal noch wesentlich stärker sind. Und ich möchte anmerken, meine Leben sind auch... Alter, Stan! Oh, fuck. Stan, was ist los mit dir? Warum machst du das? Ich dachte, wir wären Brüder. Beziehungsweise du wärst ich und ich wär du. Ich hab mich wohl getäuscht. Ich sage... Alter. Oh, Curved Horn. Na klar, nehmen wir noch. Gehen wir nach Isaac, der ziemlich gewonnen wird. Ich meine Stan. Okay, ich sage, das Blue Baby ist Caddy. Ich bleibe dabei, okay? Caddy ist das Blue Baby. So, ich sage es und so wird es sein. Was haben wir denn hier Schönes? Die Chest. Welche Schätze wird sie mir geben? Schwert. Slashing Blade of Ranger. Oh, ist das... Ah, mein Gott. Ich habe Bob's Knife und Cricket's Head gefunden. Ich meine natürlich dieses Messer hier.
Was auch immer es damit aufs... Oh, Cancer. Nochmal Cancer. Diesmal der andere Cancer. Alter, Leute. Ah ja, ich habe ja noch Ike. Fucking Ike. Warte, fassen wir zusammen. Ebekek, Kuli Phoebus, Judas Shadow, Cricket Set, Hive Mind und wir sind die Zahnfee, also Guppy. Was haben wir hier? Yay, Charm of the Vampire. Den wollte ich. Okay, da war gerade eben Kenny. Bin mir nicht mehr sicher, ob das Blue Baby wirklich Kenny ist. Ich meine, okay, Britney Swick. der Butters. Der ist ganz schön krass unterwegs hier, aber ich recht, Kenny. Alter. Er ist bi-neugierig, okay? Bi-neugierig, er war in einem Camp dafür. Er hat das unter Kontrolle. Bleib mal ganz geschmeidig, Kenny. Ich hasse Kenny dir so sehr. Oh! Nochmal Butters. Yay, Bums. 4-Shot. Ich wusste, dass er Kenny ist. Ja, und das ging ziemlich schnell. Dementsprechend würde ich sagen, liebe Leute, das war soweit der erste Part von The Binding of South Park, einer Mod von The Binding of Isaac, in welcher wir mit South Park-Charakteren spielen, was ziemlich super ist. Und ich würde sagen, wie das Ganze weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Und ich versuche, meine Hausaufgaben zu machen und South Park anzuschauen. Yeah. Bis dann. Gute Nacht.